Weihnachten 1949 haben wir Rostock verlassen und dann bin ich also im Anfang 1950 bin ich dann entlassen worden. Was haben Sie denn als erstes gemacht, als Sie wieder in Deutschland waren? Ja, also wir kamen nach Friedland und von Friedland sind wir dann über die Grenze marschiert, also vor Friedland, die sowjetische Besatzungszone. Und jeder ging nach Hause und jeder verlor sich und dann blieb noch ein Teil von deutschen Kriegsgefangenen in Russland übrig. Die kamen dann erst einige Jahre später nach Hause. Ja, also meine Eltern holten mich in Köln ab, ich telegrafierte, ich komme und dann kam ich mit dem Zug von Friedland nach Köln und da waren meine Eltern auf dem Bahnsteig und haben mich in Empfang genommen. Ja. Dann war dieses Kapitel beendet und dann sagte mein Vater so, das ist sehr, sehr schön. Ich habe schon mit dem Herrn so und so gesprochen. Du musst dich jetzt erstmal erholen. Dieser Herr hat eine Skihütte im Allgäu. Da gehst du jetzt mal 14 Tage hin. Und, ja, das war erst für mich unglaublich. Wie kann ich denn auf einmal aus der Hölle in den Himmel versetzt werden? Aber dann habe ich das gemacht und dann hat mein Vater gesagt, ich habe auch schon mit dem Rektor der Universität Bonn gesprochen. Dir wird das Wintersemester noch angerechnet. Das Wintersemester war ja im Januar schon mehr oder weniger vorbei. Und dann kriegte ich die Anrechnung, hatte ich auf einmal noch ein Semester gewonnen. Und dann habe ich noch ein Jahr gebraucht, dann habe ich mein Referendar gemacht. Aber da habe ich wirklich nichts anderes getan. Ich habe gesagt, jetzt muss diese Zeit von Krieg und Gefangenschaft endgültig überwunden werden. Naja, und dann ging es eigentlich alles ganz flott.